glaube, die Serie hat viel mit Frankfurt zu tun, wo ich hier wohne. Und wo einem dauernd diese Leute in ihrem Business-Outfit über den Weg laufen. Irgendwie wollte ich so ein Gefühl rüberbringen von nicht beheimatet sein und nicht verortet sein. Ich wollte die auch mal in eine andere Position bringen, wie man sie eher nicht sieht. Auf dem Boden vielleicht eher was suchen, was Empfindsameres, was Ungewohntes. Einige haben sich bei den Aufnahmen auch nicht wirklich wohl gefühlt, was, glaube ich, den Bildern aber gut getan hat. Du hast echte Business-Leute ausgesucht? Zumindest Leute, die es gewohnt sind, in diesem Outfit rumzulaufen. Das sind nicht alles Leute, die im Business unterwegs sind. Einige schon, aber nicht durchgängig. Ja. Aber alle sind es gewohnt, diese Sachen zu tragen. Also im Grunde so, wie du das immer machst, inszenierte Geschichten. Letztlich geht es um den Raum, dass es so einen unklaren Raum gibt, dass es so ein merkwürdiges Raumgefühl entsteht, dass die Leute ein Stück Raum selber erzeugen, der aber irgendwie eher ein virtueller Raum ist als ein richtiger Raum. Du hast ja mit irgendwelchen Kniffen, hast du dann ja so Spiegel und sowas hier gearbeitet. Zum Teil Holzplatten, zum Teil Pappen, zum Teil mit bestimmten Folien überzogene Materialien, auch bemalte Sachen. Die hast du aber in der Situation eingesetzt oder hast du die danach erst eingefügt? Es ist relativ wenig digital bearbeitet daran, die sind wirklich so überlagert, sind jetzt keine Nachbearbeitungen, dass die Überlagerungen da sind, sind so aufgenommen. Sieht auch anders aus, wenn man das nachträglich überlagert, gibt es einen anderen Effekt. Das ist auch ein ziemliches Probieren und Umspiel, weil man diese Überlagerung nicht so richtig planen kann. Wenn die Blende offen ist, kann man nichts mehr durchsehen, das heißt, man kann das dann nicht mehr richtig komponieren, man muss das vorher planen und muss sagen, okay, in der zweiten Sequenz sozusagen anders. Das ist so ähnlich wie, als würde man bei einer analogen Kamera zwei Belichtungen übereinander legen. Das ist jetzt mit einer digitalen Kamera gemacht. Mit Tricksen geht das. Die übliche Gewissheit.